Hört sich lustig an. Das waren die Geräusche der unterschiedlichsten Tiere und wie sie von Menschen aus unterschiedlichen Ländern nachgeahmt werden. Das ist nämlich überhaupt nicht so, dass der Hund hier Wauwau macht und in China auch. Gesammelt hat diese Tiergeräusche mein Kollege Steffen König aus dem SWR3-Team. Im Grunde bist du ja eigentlich zu einem Sprachforscher geworden, also wenn auch Tiersprache. Wie bist du darauf gekommen, nach diesen Tiergeräuschen zu suchen? Ja, also bei mir gab es tatsächlich so einen Schlüsselmoment. Ich saß mit meiner Frau und meinem Sohnemann zusammen und wir haben ein Bilderbuch mit Tieren angeschaut und wie man das so macht, ne, immer das entsprechende Geräusch zu dem Tier, was wir gesehen haben. Und meine Frau zeigt auf den Hund und macht, der Hund macht Hau, Hau. Und ich wundere mich und denke so, ja, okay, ich sag jetzt mal lieber nichts. Dann nächstes Bild ist der Hahn. Sie zeigt auf den Hahn und macht Erie. Da muss ich dazu sagen, sie kommt aus der Türkei und da werden die Tiere anders nachgemacht als bei uns. Besonders schön finde ich zum Beispiel auch, der Esel macht nicht IA, sondern AI in der Türkei. Ja, man lernt nie aus. Es gibt aber noch tausende andere Beispiele und im Internet stößt man ziemlich schnell auf recht ausführliche Listen von Tierlauten in verschiedenen Sprachen. Eine zum Beispiel ist von einem australischen Elektrotechnik-Professor zusammengestellt worden. Professor Abbott heißt der. Ist ja eigentlich eher ungewöhnlich für einen Elektrotechnik-Prof. Wie ist der drauf gekommen? Er hat sich als Kind immer geärgert, dass es genau die Worte, die er am spannendsten fand, nicht im Wörterbuch gab. Und seitdem hat er solche Wörter und Laute eben gesammelt. So hört sich der Hahn in Bosnien an. Kukuriku. In Dänemark. Kükülikü. In Kroatien. Kukuriku, Kukuriku. Und so in Schweden. Buk, 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 buk. So klingt der Hahn in Marokko. Kukuriku, Kukuriku. In Japan. Kokekoko, Kokekoko. In Nairobi. Kukulukuku. Und so in der Türkei. Kukuruku. Okay, das ist jetzt also der internationale Hahn gewesen. Genau, und Katzen machen interessanterweise eigentlich in jedem Land mehr oder weniger Miau. Kühe muhen in den meisten Ländern. Der Laut fängt auch meistens mit einem M an. Aber Professor Abbott hat auch ein paar Ausnahmen gefunden. Plötzlich habe ich im Urdu in Pakistan gefunden, dass es mit einem B beginnt. Und auch in Finnland. Dort beginnt es mit einem A. Aus irgendeinem Grund hängen sie noch ein A davor. Ungewöhnlich. So hört sich die Kuh in Marokko an. Hammu. So klingt sie in der Türkei. Mö. In China. Mö. Und so in Nairobi. Mö. Das wäre jetzt noch interessant rauszufinden, ob eine Kuh im Allgäu dann so eine Kuh aus Nepal versteht, ne? Eigentlich ja. Welche Tierlaute sind denn am außergewöhnlichsten? Aus welchen Ländern? Also unsere ARD-Korrespondenten haben aus der ganzen Welt Tiergeräusche geschickt. Aus China, aus Japan, Nairobi, Schweden, Türkei, Bosnien. Und bis jetzt ist mein Lieblingsgeräusch eigentlich die bosnische Maus. Ziu, ziu. Oder das Pferd in Schweden ist auch sehr interessant. Gneg, 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 gneg. Gneck, gneck. Professor Abbott hat übrigens auch einen Favoriten, und zwar die ungarische Taube. Die ungarische Taube macht Bruck, Bruck. Es beschreibt das Geräusch sehr gut. Es hört sich eigentlich auch so an. So klingt der Hund in China. In Nairobi. In Polen. Hau, hau, hau. Und so in Marokko. Au, au. Da bräuchten wir jetzt für Lassie schon eigentlich einen Dolmetscher. Wie kommt's eigentlich, dass wir Menschen die Tiere so unterschiedlich nachmachen? Das kann uns ein Sprachwissenschaftler sagen. Ich habe mit Daniel Hohle von der Universität Stuttgart gesprochen. Und er hat das so erklärt, dass jede Sprache sozusagen ein Soundarchiv ist. Aber das ist begrenzt. Bestimmte Abfolgen von Buchstaben und Lauten gibt es in unserer Sprache einfach nicht. Deswegen sagt der Hund zum Beispiel wow, wow und nicht vielleicht wow, wow, obwohl womöglich wow, wow viel näher am Klangbild eines Hundebellens wäre, als es das deutsche Wort wow, wow ist. Das liegt aber daran, dass das Deutsche den Laut w im Wort Anlaut nicht kennt und nur ein w hat. Das bedeutet also, dass manche Sprachen die Geräusche der Tiere richtig gut nachmachen und andere nicht, oder? Na, das kann man so nicht sagen. Herr Hohle meint nämlich auch, dass wir, weil wir eben schon als Kinder lernen, dass der Hund Wauwau macht, auch glauben, dass er sich wirklich so anhört.